Das alles haben wir dir und Ihnen zu verdanken. Das Jahr 2020, was soll ich dazu sagen? Es war kein einfaches Jahr, aber für uns mit ganz, ganz vielen Herausforderungen. Wir haben einen neuen Laden aufgemacht von der Hamburg Store GmbH in Eimsbüttel. Naja, in so einem Corona-Jahr gibt es sicherlich auch einfachere Jahre, um sowas zu eröffnen. Wir haben eine Schokolaterie noch gegründet, mitten im Hochsommer in Eimsbüttel. Unser Unternehmen ist in Großwaldstadt Ende des Jahres noch in eine größere Halle und Produktion umgezogen. Und sehr, sehr viele Online-Kunden konnten wir dieses Jahr dazu gewinnen. Die Herausforderung für uns, immer stetig frisch geröstete Nüsse und jetzt auch frisch handgemachte Schokolade herzustellen, hört sich zwar sehr, sehr einfach an, ist aber im Endeffekt auch sehr viel intensive Arbeit. Viele neue Mitarbeiter sind dieses Jahr dazugekommen. Ganz, ganz tolles Team hier, das mit Leidenschaft und mit großem Einsatz das Unternehmen Kernenergie Group nach vorne bringt. Auch der Name Kernenergie Group ist dieses Jahr neu gekommen, weil wir gesagt haben, es gibt verschiedene Marken. Es gibt auch die Unterfirmen, die Stores. Wir haben einen Foodtruck dieses Jahr noch gestartet. Das waren schon sehr, sehr viele Dinge und um ehrlich zu sein, wenn ich gewusst hätte, dass das so viel auf einmal ist, hätte ich vielleicht ein paar Sachen nächstes Jahr gemacht. Aber wir haben sie jetzt, denke ich, auch sehr, sehr gut implementiert und freuen uns auf jeden Fall mit Ihnen zusammen auf ein ganz, ganz spannendes 2021. Und dementsprechend sagen wir Danke und ich ganz, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße aus der Hansestadt Hamburg.